Willkommen bei Drechselbett auf Schulte, mein Name ist Simon Hope und ich werde euch zeigen, wie man eine quadratische Schale aus Walnussholz drechselt. Ich stelle euch einige meiner Werkzeuge vor und werde demonstrieren, wie man mit der Doppelschalenröhre, dem Schaber mit Negativwinkel und dem Handschleifer ProSender arbeitet. Die Werkzeuge kommen zunächst zur Seite. Die grobe Form werde ich mit dem Fingernagelanschliff meiner Doppelschalenröhre drechseln. Eingespannt habe ich sie im Schnellspanngriff. So kann ich die Röhre schnell auf die andere Seite mit dem Standardanschliff drehen, um zum Beispiel den letzten Schnitt zu machen. Den Schalenrohling habe ich bereits aufgespannt. Beim Drechseln von eckigen Werkstücken muss unbedingt darauf geachtet werden, dass Hände und Drechselmesser nicht von den rotierenden Ecken erfasst werden. Das kann sonst ganz schön gefährlich werden. Die Drechselbank muss mit geringerer Geschwindigkeit anlaufen. Ich erhöhe die Geschwindigkeit stetig, bis die Arbeitsgeschwindigkeit erreicht ist. Die Vibrationen, die bei niedrigen Geschwindigkeiten entstehen, sind nichts Ungewöhnliches. Ab einer Geschwindigkeit von ca. 1000 Umdrehungen pro Minute sollte die Maschine ruhiger laufen. Die Röhre muss so gedreht werden, dass die lange untere Flanke des Fingernagels angesetzt werden kann. Ich verringere den Druck, je näher ich den Ecken komme, sonst fängt die Röhre an zu springen. Je näher ich den Ecken komme, umso weniger Kraft wende ich auf. Die Ecken würden wesentlich schneller abgetragen werden, wenn man den Druck nicht verringert. Das Drechselmesser muss auch langsamer bewegt werden. Die Außenseite der Schale forme ich jetzt ein wenig aus. Hier drehe ich ein. Der gewünschten Form komme ich nun immer näher. Damit ich den Rand besser bearbeiten kann, muss ich die Messerauflage etwas verschieben. Für gewöhnlich passe ich die Position an, während die Maschine noch läuft. Bei eckigen Werkstücken oder Naturrandschalen stoppe ich die Maschine sicherheitshalber. Also die Außenseite ist schon fast verendet. Ich werde hier noch ein wenig abnehmen, damit die Form der Schale besser zur Geltung kommt. Mit dem Fingernagelanschliff kann ich schnell Material abnehmen. Dabei hinterlasse ich aber eine raue Oberfläche. So, das sollte genügen. Dann kann ich mich gleich dem Inneren der Schale widmen. Vielleicht dünne ich die Ecken noch ein wenig aus, aber im Großen und Ganzen sieht das gut aus. So, damit die Schale im Spannfutter aufgenommen werden kann, muss ich einen Rezess drechseln. Ist der Bohnen und die Aufnahme fertig, mache ich den letzten Schnitt mit dem quadratischen Schaber mit Negativwinkel für ein schönes Finish. Das lässt sich wegen der Kanten und Ecken nicht so gut mit dem Schleifpapier erledigen. Im nächsten Schritt werde ich die Größe des Rezesses vorsichtig mit einem Messschieber markieren.
Für den Fall, dass ich den Boden der Schale später nachbearbeiten muss, setze ich mit dem Multitool einen Zentrierpunkt, an dem ich das Werkstück wieder ausrichten kann. Mit dem Multitool drechsle ich den Rezess noch schnell fertig. Die Geschwindigkeit der Drechselbank kann ich jetzt, nachdem der Schalenrohling etwas an Masse verloren hat, erhöhen. Die Werkzeugauflage muss hierher. Mit dem Meißel schlichte ich den Boden an dieser Stelle. Mit dem Standardanschliff der Doppelschalenröhre arbeite ich den Übergang zum Schalenboden aus. Das genügt. Durch den Anschliffwinkel komme ich mit der Schalenröhre nicht in diese relativ enge Stelle hinein. In solchen Fällen greife ich bevorzugt zum Multitool. Das lässt sich natürlich auch mit anderen Werkzeugen machen, mit dem Multitool kann ich solche Stellen jedoch am besten bearbeiten. Die Stellen, die ich vorher nicht erreichen konnte, schlichte ich jetzt ganz einfach mit dem Meißel. Wenn wir jetzt den Blick auf die Oberfläche werfen, können wir sehen, dass sie durch das Schlichten mit dem Meißel deutlich besser geworden ist. Hier ist es eben und glatt und der Rest ist noch sehr rau. Ich setze die Schalenröhre so an, dass ich mit der rechten Flanke entlang der Schalenaußenseite schneiden kann. Das Ziel sollte ein gleichmäßiger Schnitt sein. Die Oberfläche sollte bis auf ein paar Phasenspuren keine rauen Stellen mehr aufweisen. Phasenspuren entstehen zum Beispiel durch das Arbeiten mit einer Schalenröhre und sind schwer zu verhindern. Diese letzten Unebenheiten kann ich ohne großen Aufwand beseitigen, wenn ich die Oberfläche mit dem Negativwinkel schabern bearbeite. Ich nehme noch einmal meine Schalenröhre zur Hand. Ich muss über das Ende hinaus drechseln. Für das Finish werde ich nun die Außenseite mit den Schabern mit Negativwinkeln bearbeiten. Das könnte ich auch mit Schleifpapier erledigen, aber dabei würde ich sehr wahrscheinlich die Ecken und Kanten abrunden, was ich vermeiden will, denn ich möchte ja, dass die Kanten möglichst klar definiert bleiben. Der quadratische Schaber mit Negativwinkel hat leicht konvexe Kanten, wodurch ich sicherer arbeiten kann. Die konvexe Form erlaubt es mir außerdem, die gesamte Außenseite in einem Zug bearbeiten zu können. Der Schaber arbeitet immer auf Spindelmitte. Ich setze an dieser Kante an und drechsle vorsichtig von innen nach außen. Der Schaber eignet sich hervorragend für Arbeiten mit Unwucht, wie zum Beispiel Naturanschalen oder diese quadratische Schale. Zwei Durchgänge sollten reichen. Aufgrund des negativen Winkels muss er nicht wie ein herkömmlicher Schaber gehalten werden. Durch das einfache Handling ist keine große Anstrengung nötig, um Phasenspuren oder andere kleine Unebenheiten zu beseitigen, die ich mit der Schalenröhre hinterlassen habe. So muss ich weniger schleifen und die Schale behält ihre definierten Kanten.
Im nächsten Schritt werde ich euch zeigen, wie man mit dem ProSender Handschleifer arbeitet. Ich werde den Schleifteller mit 72 mm Durchmesser im ProSender verwenden. Wenn ich hier jetzt eine Schleifscheibe mit 75 mm Durchmesser befestige, wird sie an den Rändern überstehen und sich über die Kanten des Schleiftellers legen. So werden Schäden im Holz vermieden und die Schleifpads bleiben länger erhalten. Geschliffen wird immer an der unteren Kante. Setzt man die obere Kante an, würde der ProSender verrutschen und unschöne Spuren im Holz hinterlassen. Der ProSender muss mit gleichmäßigem Druck über die Oberfläche geführt werden. Er schleift sehr effizient und durch das weichere Schleifpad komme ich sogar an solch enge Stellen. Ich schleife übrigens mit einer 180er Körnung. Nach dem ersten Durchgang überprüfe ich immer, ob die Oberfläche gleichmäßig geworden ist. Sehr gut. Dann kann ich mich jetzt durch die verschiedenen Körnungen arbeiten. Walnuss zählt zu den undankbaren Holzarten, denen man sofort ansieht, wenn man unsauber gearbeitet hat. Dadurch kommt aber auch besonders gut zur Geltung, wie sauber man mit diesen Werkzeugen drechseln kann. Nochmal die enge Stelle. Dann den Boden. Ich wechsle jetzt zur 320er Körnung. Zum Abschluss die 600er Körnung. Das Ergebnis ist hervorragend. Die Außenseite ist sehr gleichmäßig, die Ecken und Kanten sind nicht abgerundet oder stumpf. Dann kann ich die Schale ja jetzt umspannen. Die Schale spanne ich am Rezess auf. Das Futter ziehe ich für einen sicheren Halt an beiden Spannschrauben an. Das Werkstück sollte nach dem Umspannen nach wie vor rund laufen. Wann immer ich ein nicht rundes Werkstück umspanne, lasse ich die Bank zur Kontrolle mit geringerer Geschwindigkeit anlaufen und erhöhe sie dann stetig. Ich achte speziell auf die Vibrationen. Diese sollten sich mit steigender Geschwindigkeit legen. Sofern es nicht aufhören sollte zu vibrieren, muss eventuell neu ausgerichtet werden. Dank der stufenlos regelbaren Geschwindigkeit der KS Stratus FU230 kann ich problemlos die ideale Arbeitsgeschwindigkeit festlegen. Wenn die Geschwindigkeit passt, sollte überprüft werden, ob die Messerauflage festgestellt ist. Ich wechsle wieder zum Fingernagelanschliff der Doppelschalenröhre. Die Messerauflage sollte etwas unterhalb der Spindelmitte liegen. Das Werkzeug sollte ungefähr so gehalten werden können, denn das ist der beste Arbeitswinkel. Die Messerauflage ist etwas zu hoch, sie muss weiter runter.
Damit das Innere der Schale gleichmäßig wird, ist es am einfachsten, die Faser des Drechselmessers angelegt zu lassen, wenn ihr es zurückführt. So hat man immer den richtigen Winkel und muss sich nicht damit herumschlagen, ihn für den Wiedereinstieg zu bestimmen. Mit einer fließenden Bewegung bestimme ich mit der Faser den Winkel, mit dem ich drechseln möchte. Ich möchte euch zeigen, was alles zu beachten ist, wenn man sich den Ecken nähert. Wie man deutlich hören konnte, trifft das Drechselmesser auf die Ecken und Kanten der Schale. Zuerst bringe ich die Messerauflage näher heran. Bevor ich zum Zentrum der Schale komme, drechsle ich den Rand und die Ecken der Schale. Dadurch, dass die Mitte noch stehen bleibt, hat die gesamte Schale mehr Halt und die Ecken können nicht abbrechen. Sollte die Wandung sehr dünn werden, sollte man sich Stück für Stück vorarbeiten. Es ist auch wichtig, darauf zu achten, dass die Klinge stets im selben Winkel gehalten wird. Auch sollte man die Ecken der Schale im Auge behalten, um die Dicke und den Verlauf der Wandung bestimmen zu können. Legt die Faser an. Faser anlegen. Und nochmal anlegen. Die Wandung sollte jetzt nur noch ca. 6 mm stark sein. Die Kanten und Ecken zeichnen sich deutlich ab. Genauso wollte ich es aussehen lassen. Für eine dünnere Wandung müsste ich jetzt schrittweise Material abnehmen. Meiner Meinung nach ist die Dicke der Schale schon sehr gut. Vielleicht könnte ich sie noch einen Ticken dünner machen. Die Faser anlegen, das Drechselmesser herausführen und das Material abtragen. Perfekt, jetzt kann ich anfangen, das Zentrum ein wenig auszuarbeiten. Zunächst werde ich bis zu diesem Punkt drechseln und die Oberfläche zum Rand hin finishen. Take just a little bit more out on there. Jetzt kommt der runde Schaber mit Negativwinkel zum Einsatz. Da er auf Spindelmitte schneidet, muss die Messerauflage erhöht werden. Noch etwas höher. Die Oberfläche ist soweit sehr gut geworden. Entschuldigt, ich muss husten. Der Schaber mit Negativwinkel ist sehr sicher. Er gleitet beinahe über die Oberfläche. Ich muss nicht viel Kraft aufbringen, damit er schneidet.
Das ist so gut wie fertig. Im ersten Durchgang habe ich nicht alles erwischt. Da muss ich noch mal drüber. Die Wandung ist so genau richtig, so dass die Schale flexibel genug ist, um nicht zu brechen. Ich würde, bevor ich weitermache, die Ecken der Schale abschleifen. Die Messerauflage kommt weg, damit ich besser an die Schale herankomme. Ich sehe mir mal die Oberfläche genau an. Das sieht soweit sehr gut aus. Dann kann ich weitermachen und mich durch die verschiedenen Körnungen schleifen. Das eben war 180, jetzt sind es 240. Und 600. Die Schleifscheiben müssen festsitzen. Okay, diese Bereiche werden wir später ein weiteres Mal nachschleifen müssen, um einen schönen Übergang vom inneren Teil hin zum Rand zu bekommen. Wenn wir uns das aus der Nähe ansehen, gibt es nichts zu bemängeln. Die Fläche ist sehr ebenmäßig geworden und es sind keine Spuren vom Schleifpapier oder andere Marken zu erkennen. Als nächstes komme ich zum Zentrum. Die Messerauflage ist noch zu hoch eingestellt. Euch ist sicherlich aufgefallen, wie ich das Schaleninnere drechsle. Das ist meine bevorzugte Vorgehensweise, denn dadurch, dass ich vom Zentrum der Schale ausgehe, drücke ich die Schale ins Spannfutter. So habe ich mehr Sicherheit beim Drechseln. Bei der traditionellen Methode arbeite ich von außen hin zum Zentrum und drücke das Werkstück mehr oder weniger zur Seite weg. Wenn man viel Material abnehmen will, ist es meiner Meinung nach wesentlich ungefährlicher, von innen nach außen zu drechseln. Denn ich drücke das Werkstück ins Spannfutter. Ich richte die Messerauflage neu aus. Es ist sehr wichtig, darauf zu achten, dass man mit der Hand nicht von der Ecke der Schale erfasst wird. Man könnte sich eine Markierung auf die Handauflage kleben, um eine optische Begrenzung zu ziehen.
Ich werde jetzt mit dem Hauptwandlungstaster überprüfen, ob die Wandung gleichmäßig ist. Der Wandlungstaster hat eine Maßskala, auf der ich die Wandlungsstärke ablesen kann. An den Ecken sind es 5 mm. In der Mitte 12 mm. Jetzt weiß ich, dass ich das Zentrum etwas ausdünnen muss. Für die finale Wandlungsstärke muss ich nur noch ein paar Mal über das Werkstück drüber. Ich messe sicherheitshalber nochmal nach. An der Maßskala kann ich ablesen, dass die Wandung nur noch 2 mm zu stark ist. Diese 2 mm brauche ich für den letzten Schnitt. Der ist unverzichtbar, denn die Oberfläche ist noch ein wenig zu rau. Für den letzten Schnitt wechsle ich zum Standardanschliff. Ich lege die Faser vorsichtig an und beginne. In einem Zug für eine gleichmäßige Oberfläche. Die Phasenspuren der Röhre sind deutlich zu erkennen. Diese könnte ich wieder mit Schleifpapier entfernen, was aber zu viel Zeit kosten würde. Deswegen nehme ich wieder meine Schaber mit Negativwinkel zur Hand. Es ist kein Kraftaufwand nötig, damit das Werkzeug schneidet. Es wird nur angelegt. Gleichmäßig in einem Zug bis zum Zentrum. Das geht ganz leicht von der Hand. Die Phasenspuren sind einer glatten Oberfläche gewichen, die ich nur noch schleifen muss. Das Zentrum der Schale zu schleifen ist etwas schwieriger. Der Schleifteller dreht sich im Zentrum mit der Schale. Um schleifen zu können, muss ich den Teller seitlich auflegen und über die Oberfläche führen. Für ein gleichmäßigeres Ergebnis bleibe ich mit dem ProCenter stets in Bewegung. Bevor ich weitermache, prüfe ich, ob sich noch grobe Macken in der Oberfläche befinden. Wenn es nichts zu bemängeln gibt, kann ich anfangen, mich durch die verschiedenen Körnungen zu schleifen. Ich wechsle zur 240er Körnung. Die 320er. Die 400er. Und 600 zum Abschluss. Ich versuche auf einen Übergang zu den bereits geschliffenen Ecken zu achten. Das ist ein tadelloses Finish. Da die Schale fertig ist, würde ich im nächsten Schritt ihre Ränder abschließend mit dem Hauptschleifteller bearbeiten.
Dieser Schleifteller besteht aus Aluminium, wodurch er sehr robust wird. Die beim Schleifen entstehende Hitze wird zudem schneller abgeleitet als zum Beispiel bei vergleichbaren Eigenbauten aus Holz. Das Schleifgut wird so besser vor Verbrennungen geschützt. Der Teller kann mit 50 mm Standardbacken aufgenommen werden. Ich schleife zunächst mit einer groben Körnung vor. Die Drechselmaschine sollte mit einer Geschwindigkeit von 1000 bis maximal 1500 Umdrehungen pro Minute laufen. Ich führe die Flanken der Schale über den Schleifteller, die, wie ich gerade sehe, noch nicht exakt abgerichtet sind. Ich richte jetzt die Oberfläche ab. Schön regelmäßig. Ungefähr so. Es ist fast geschafft. Das sieht sehr gut aus. Das auch. Ein kleines bisschen noch. Hier auch noch. Mit dem groben Schleifpapier beseitige ich grobe Macken und Unebenheiten, bevor ich zum Feinschliff übergehe. Schön regelmäßig und gleichmäßig. Und da ist die quadratische Schale. Wenn ihr sehen wollt, wie diese Schale mit Produkten von You Beaut veredelt wird, dann klickt dieses Video an. Mehr zu den Produkten von Hope Wood Turning findet ihr in diesem Video. Habt ihr Fragen? Hinterlasst uns ruhig einen Kommentar. Für weitere Videos und Informationen abonniert unseren Kanal oder besucht uns auf drechselbedarf-schulte.de.